bin ich? Ist's Fantasie, dass ich noch lebe? Oder ein Traum? Oh, zu neuen Qualen erwacht! Das ist bitterer als der Tod! Bin ich nicht ein Narr, dass ich mich schrecken ließ? Es gibt doch schwarze Vögel auf der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Sieh da! Hier ist ja das schöne Fräuleinbild! Du, Tochter der nächtlichen Königin! Wer bist du? Du kennst meine Mutter! Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist, ja. Ich bin es! Das will ich gleich erkennen! Einmal. Erlaube mir! Ja, ich bin es! Woher also kennst du meine gute, zärtliche Mutter? Ich liefere deiner Mutter schon seit vielen Jahren alle die schönen Vögel in den Palast. Eben als ich heute im Begriff war, meine Vögel abzugeben, da sah ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Und dieser Prinz hat deine Mutter so eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell wie seine Liebe zu dir. Liebe? Er liebt mich also? Oh, sage mir das noch einmal! Ich höre das Wort Liebe gar zu gerne. Das glaube ich dir, ohne zu schwören. Du bist ja ein Fräuleinbild. Wo blieb ich denn? Bei der Liebe! Ja, richtig, bei der Liebe. Kurz, also, diese große Liebe zu dir war der Grund, dich zu suchen. Nun sind wir hier, dir tausend schöne und angenehme Sachen zu sagen, dich in unsere Arme zu nehmen und in den Palast deiner Mutter zu bringen. Das ist alles sehr schön gesagt, lieber Freund. Aber wenn der unbekannte Jüngling oder Prinz, wie er sich nennt, Liebe für mich fühlt, warum säumt er denn so lange? Der Prinz war so fein, mich vorauszuschicken, um dir unsere Ankunft anzukündigen. Freund, du hast viel gewagt. Wenn Sarastro dich hier erblicken sollte... So wird mir meine Rückreise erspart. Das kann ich mir denken. Dein martervoller Tod würde ohne Grenzen sein. Um diesem auszuweichen, da gehen wir lieber bei Zeiten. Wie hoch mag wohl die Sonne sein? Bald gegen Mittag. So haben wir keine Sekunde zu verlieren. Aber wenn dies nun ein Fallstrick wäre, wenn dieser nun ein böser Geist aus Sarastros Gefolge wäre. Ich ein böser Geist? Wo denkt ihr hin, Fräulein Wild? Ich bin der beste Geist von der Welt. Wenn dir wieder ein so böser Verdacht aufsteigen sollte, so denke nur fleißig an die Liebe und jeder Argwohn wird schwinden. Vergib, Freund, wenn ich dich beleidigte. Du hast ein gefühlvolles Herz. Das sehe ich in jedem deiner Züge. Ja, freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was nützt mir das, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papageno hat? Du hast keine Frau? Nicht einmal ein Mädchen. Geduld! Der Himmel wird auch dir eine Freundin schicken, noch ehe du es vermutest. Man könnte mal bald schicken. Thank you.
Und Mann, Mann.